Gott! Ich habe gerade gegen Phasen HD verloren. Aber es war knapp. Naja, auf jeden Fall habe ich gestern mal nach langer Zeit mir ein alkoholisiertes Getränk gegönnt. Im Volksmund nennt man es auch Bier. Also ich habe ein Bier getrunken. Und ich habe keine Ahnung warum. Aber ich war so hackedicht nach einem scheiß Bier. Also das war nicht mehr feierlich. Ich saß hier auf meinem Stuhl. Also ich war wirklich komplett weg. Und das war jetzt auch kein starkes Bier oder so. Das war einfach stinknormal irgendein polnisches Bier. Och Mann, Jungs, ey. Ich bin so eine Pussy. Ich denke mal, die meisten von euch haben es schon mitbekommen. Draußen wird es früh dunkel. Die Leute haben keinen Bock mehr. Es ist scheiße kalt. Und ich liebe es. Ich weiß nicht warum, aber ich bin wirklich so jemand, der den Winter über alles liebt. Es gibt für mich nichts Schöneres als Kälte und Dunkelheit. Ja, aber ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach schön. Jetzt nicht unbedingt, dass es so früh dunkel wird, sondern eigentlich mehr, dass es jetzt schön kalt ist. Denn ich weiß nicht, ob es bei mir nur so ist, aber ich bin absolut wärmeempfindlich. Also sobald es irgendwie auch nur ein bisschen warm ist, nee, bin ich raus. Ohne Scheiß. Ich sitze hier den ganzen Tag mit T-Shirt und Unterhose in meinem Zimmer, habe mein Fenster offen und mir ist nicht kalt. Ich kann erst dann anfangen, Essen zu essen, wenn es schon ganz kalt ist. Also nicht ganz kalt, aber halt nicht so heiß. Oder zum Beispiel Kaffee oder Kakao. Ich klinge immer mehr Psycho. Ich vertrage nicht mal ein Bier und kann kein heißes Essen essen. Aber es gibt eine Sache, die mich im Winter wirklich ein bisschen stört und das ist, dass wirklich jeder einfach schlechte Laune hat. Ich möchte mir was an der Kasse kaufen. Ja, bitteschön. Ich sag jemandem guten Tag. Guten Tag. Jungs, Alter, ich weiß draußen, es ist scheiße. Okay, ich mag das, aber ich meine, ich heiße ja nicht umsonst Nebelnik. Aber da muss man doch nicht wirklich immer schlechte Laune haben. Ich meine, würden mehr Leute ihr Leben Satan widmen und einen Dämon in sich tragen, dann wäre der Winter auch viel erträglicher. Deswegen, meine Freunde, hier seht ihr mal ein Pentagramm. Das könnt ihr einfach an die Wand malen und dann sprecht mir nach. Ja, dann müsst ihr noch ein Kalb schlachten und mit dem Blut ein umgekehrtes Kreuz an die Wand malen. Und dann sollte der Winter auch viel erträglicher sein, ne? Jetzt mal im Ernst, ich möchte, dass ihr alle eure Seele Satan gibt. Geh ich mal nur Spaß. Ein guter Trick ist aber im Winter Alkohol zu trinken, wenn einem kalt ist. Oder Drogen zu nehmen. Nee, also keine Ahnung, wenn euch kalt ist und ihr das Wetter scheiße findet, zieht einfach eine Jacke an. Denn wusstet ihr, dass einem mit einer Jacke wärmer ist? Hättet ihr nicht gedacht, ne? Nee, aber was wir mal im Winter gemacht haben in der Schule, wir haben uns in der Mensa an unseren Stammplatz gesetzt, haben die ganze Zeit gesagt, wie wenig Bock wir auf die Schule haben, haben uns Kaffee gekauft, Red Bull gekauft und wurden dadurch nicht wach. Die guten alten Zeiten. Nee, aber was wirklich hilft, ist so Vitamin B12. War doch B12, oder? Okay, Google, wie heißt das Sonnenvitamin? Unhöflich! Ah, Vitamin D heißt das. Also was wirklich hilft, ist Vitamin D. Das nehme ich auch immer zu mir. Das ist halt eben das Vitamin von der Sonne. Und da im Winter nicht so viel Sonne da ist, fehlt einem das. Und das ist ganz normal. Also deswegen wird man auch so oft im Winter krank. Und halt, und ihr wisst schon. Also würde ich euch echt mal empfehlen, wenn es euch richtig scheiße geht im Winter. Boah, ich mache gerade voll die Lifehacks, ne? Dann nehmt einfach mal Vitamin D zu euch. Habe ich gerade wirklich meinen Abonnenten einen hilfreichen Tipp gegeben? Was geschieht mit mir? Hi, 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 I'm welcome. I'm welcome, hi. Radical, Highscore, yeah. Habe ich ja gar nicht gesehen. Also denkt dran, meine Freunde, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, bekommt ihr 1 Million Euro.